Herzlich willkommen zurück zu Warriors Logic 3 Ultimate. Wir machen heute diesen Giga-Dungeon von der hellblauen Route. 5 Ebenen, Leute. Das wird ein Spaß für die ganze Familie. Koshi Castle, damit fängt es an. Dann kommt Itsukushima, Chengdu, Odawara und zu guter Letzt Honnoji. Und jede einzelne Dungeon-Ebene hat einen Quest für uns. Ja, das kann was wirklich was werden. Heute mit Marichi Saika und Kotaro Fuma am Start. Soulsteel X und Markman Pride X. Ja, passt doch. Richtigen Waffen sind auf jeden Fall ausgerüstet. Dann können wir loslegen. Ach, Koshi Castle, da war ja was. Ist auch wieder so ein riesen Map, ey. Aber hier ist keine schlechte riesen Map. Genau wie Fun Castle, ey. Das Fun Castle ist einfach nur scheiße. Fun Castle ist einfach nur schlecht. Fun Castle ist einfach nur eine Riesenmap, die mega abfuckt. Ich glaube, Fun Castle ist auch nur um einiges größer als das. Oh, Junge! Den kann ich nicht besiegen. Da muss ich leider weg. Er ist echt zu stark. Moment. Geh ja in die falsche Richtung, ne? Gehen wir nur zum Gipfel. Ich glaube, ich wechsle gleich, weil hier komme ich halt nicht wirklich weiter. Es bringt ja nichts, so hochzugehen. So, jetzt probiere ich es nochmal hier. Jetzt habe ich ihn besiegt. War eben mega nervig mit den ganzen Leuten da drumherum. Das ist weit weniger geworden. Das war ein bisschen zu heftig für mich, finde ich. Darum ist jetzt auch nicht der beste Charakter, ne? Wenn da immer die Sorcerer rumlungern, dann unterbrechen, dann hast du halt nichts zu lachen. Boah, was geht da unten ab? Yo, Marichi Saika. Loot mal eine Runde. Oh, Tai und Wang. Nice. Yes. Kanonenkugeln. Oh, der war echt nicht schlecht im Märchen. Hat er mich fast gehabt, ne? Aber fast heißt es eben nicht. Ja, ich verliere eigentlich nie in den Märchen. Ah. Marichi Saika ist so nice. Den spiele ich ultra gerne in Orochi 4, ey. Das ist ja so viel besser noch. Ne? Den ist ja nicht so gut wie in Orochi 4. Ey, hier haben wir Kuro Oda, was will der von mir? Da haben wir noch den Questgeber gefunden. Sehr, sehr gut. Absolut amazing. Was willst du von mir? Ach, da oben ist eng ein Target. Da wollte ich sowieso noch erkunden. Denn hier waren wir ja noch gar nicht. Und Verbündeter war hier auch noch nicht. Let's see. Gucken wir mal, was hier ist. Tot? Yes. Oh, ich dachte schon, Nun ist hier Random Maschine, aber es ist nur unser Kollege. Stell mal vor, Hundun wäre jetzt hier einfach aufgetaucht. Oh je, das wäre ziemlich kacke. Take this! Vor allem, weil es ja auch wieder so Boxring-like war, ne? Wir haben's! So, Kuro Oda, bist du jetzt zufrieden? Ich glaube, ich muss nochmal zu denen hin, ne? Ich muss ihm das melden, dass wir das Target eliminiert haben. In diesem Fall Sun Wukong. Ne, er flieht. Haben wir alles richtig gemacht. Na dann. Dem musste man es nicht melden, das ist gut. Meistens muss man ja mal einfach kurz Bescheid sagen. Musu ist natürlich einfach nur fantastisch. Von Marichi Saika. Unabhängig wie gut oder schlecht die normalen Angriffe sind, der Musu ist halt einfach nur awesome. Einer der coolsten Musus im Game. So effektiv, ne? Zack. Ja, ich denke, hier können wir so langsam mal verschwinden.
Muss ja nur wissen, wo das Ziel ist. Vielleicht ist es hier. Ach, musst du scharf gebraucht? Echt? Okay. Den Typen besiege ich jetzt aber noch. Und dann nutzen wir ihn mal Getaway. Tschüss, Mann. Ach, hier war's. Ja, guck. Bei Kuroda quasi. Nice. Dann verschwinden wir mal von hier. Och, will der mich jetzt echt aufhalten? Na gut, er will es ja nicht anders. Er kriegt's nicht anders. Und tschüss, Mann. Geh baden. Jetzt kommt der nächste Idiot, oder was? Ah, zu spät. Edge Badge. Ebene 2. Oh, Supply Unit. Das, was ich am meisten hasse. Kanizu, the Invincible Naoi. Komisches Outfit, ey. Das erste Outfit von Kanizuku, glaube ich. So, Itsukushima. Das wäre jetzt wieder eine coole Map. Mag ich ja sehr gerne, wie ihr wisst. Hey, Super-Chow. Special aus gegen mich. Ah, den können wir ausweichen, oder? Ja. Auf Distanz gehen. Boah, so schlechte R1, aber holy shit. Ach, Tu ist es, der da transportiert. Er wechselt mal gleich. Ah, jetzt möchte ich erst noch Super-Chow besiegen. Kann nicht so schwer sein hier. So. So, hier müsste der Tu sein. Hier ist er auch. Halt, stopp! Psyker Rebels regeln das mal gerade. So, das war's mit ihm. Haben wir schon das Quest geschafft. Super. Dann holen wir noch ein paar Truhen. Was? Yuan Chao? Mir gefällt das nicht, oder was? Dass wir den Transport aufgehalten haben. Lass mich doch was transportieren. Nur weil ich die U-Tour das weggenommen habe. Versucht doch mich aufzuhalten. Versager. Hat ja gut funktioniert, Yuan Chao. Hat ja echt super gut funktioniert. Den Transport aufhalten. Ohne Scheiß. Brauch 100 Jahre Training, um Maruchi Saika zu besiegen. Yuan Chao hat eh nur meine große Klappe. Ohne Yang Yang und Wen Chou kann er eh gar nichts. Oh nein. Der Hojo. Uji Yasu Hojo. Ja, und er cheatet mit irgendeiner blöden Trap hier. Hat ihm auch nicht weitergeholfen. The Freak is down. Wow. Wo kommt hier denn jetzt alle her? Ist wahrscheinlich eine Fake-Tour. Kanonenhagel. Zack. Echt wenig Schaden. Leider. Sehr wenig Schaden. Ja, eins, aber sieht so stark aus. Die Kanonenkugeln, die da runterfallen, aber ist so schwach letzten Endes. Was ein bisschen traurig ist. Ja, mit den Tigern ist auch nicht zu spaßen, ey, wenn man mal Maruichi ist. Die gehen mal nie leicht auf. Zack. Ist mal schön, das Fell verbrannt. Lernt daraus. Ein Gewehr ist gut gegen euch und eure Artgenossen. Alle Angaben ohne Gewehr. Oh mein Gott. Eigentlich gefällt mir die Umgebung hier nicht. Nur Fake-Touren. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Das ist so unfair. So viele gegen mich, Mann. Bin ich auch GX, der dir einfach mal abmurkst. Ihm ist halt dann doch schon sehr schwer.
gegen die klar zu kommen, gegen so viele auf einmal. Komm! Yes. Ist er tot? Ja. Das nimmt irgendwie kein Ende hier. Wir wollen echt mal Luigi Saika tot sehen, ich seh's schon. Die Heilung, die wir hier bekommen, ist jetzt auch nicht so fantastisch. Echt ein bisschen tricky gerade, hier noch zu gewinnen. Denn ich wechsle gleich. Ich wollte eigentlich auch nur die Truhe da oben holen und mich dann auch aus dem Staub machen. Haben wir ja sonst ja alles. Das machen wir auch. Gemerkt, ich habe keine Chance. Lass mich in Ruhe. Das nimmt ja kein Ende mit denen. Was zum Geier? Never ending story. Ja, fickt euch doch. Ich ignoriere die. Ich muss die ja nicht besiegen. Das sind ja nur Fake-Truhen hier. Guck mal, ob hier irgendwie was zu heilen ist. Ja, alles recovered. Sehr geil. Hier war tatsächlich eine volle Heilung. Das ist natürlich cool. Ja, Manuichi hier. Keine Chance gegen ihn. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir noch eine Truhe holen? Eine holen wir noch und dann verschwinden wir von hier. Und die Truhe, die ich holen werde, ist diese hier. Oh mein Gott, die ganze Tiger hier. Und Invader natürlich auch. Ja, das sind Invader. Bei so vielen Spielbauoffizieren auf einen Haufen. Einer weg von vier. Achso, die ignorieren mich. Dann sollen sie mich ignorieren. Ist mir auch egal. Dann ignoriere ich die zurück. Ich habe nur Angst vor Hundun. Was ich auch verstehen kann. Yangtze, der alte Kletterturban Dude, der später zu Wei gehörte. Sind die jetzt noch hier? Ja, die sind hier aber noch. Ich besieg die jetzt. Ist mir egal. Zum Quan und Guan Yu in ein Team gepackt. Wie eine Story, ne? Wo Kiyomori die kontrolliert hat. Und Kiyomori ist ja auch da, das ist ja das Witzige. Ich glaube, dieser Invader hat sich ein bisschen an der Story orientiert. Sein Team. Interesting. So, nur Sun Quan. Sehr, sehr gut. So, dann verschwinden wir mal von hier. Ja, komm, den besiegen wir jetzt auch noch, den Takeda hier. Ist er tot? Ich hoffe doch mal. Ich kann Getaway nicht nutzen, weil Kotaro Fuma gestorben ist. Ernsthaft? Warum stirbt er einfach so? Ich bin echt von diesen Lappen hier besiegt. Oh mein Gott. Wieso? Da hoffen wir einfach, dass das hier das richtige Portal ist. Es war das. Wo der G ist. Ja moin. Die bewacht es natürlich. Will uns das nicht gönnen, dass wir hier escapen. Oder vielleicht doch, die ist nicht gerade selber weggegangen. Wir haben alle keinen Bock auf Hundun, glaube ich. Warum habt ihr keine Lust auf Hundun? So. Drei Ebenen noch. Ja, wenigstens ist die Musik gut von Funk Castle. Ich bin der größte Funk Castle Hater, Mann. Die Map ist einfach nur scheiße. Ja, Jaidu hat mal im letzten Part schon. Eine lila Route. Aber mal gucken, wie es jetzt hier gestrickt ist. Ich glaube, es kommt sogar noch mal in lila Note. Na, ich wollte gerade sagen, ist bestimmt wieder auf dem Turm. Nee, tatsächlich nicht. Man hat mich erhört. Spiel kennt Gnade, Mann. Ach du Scheiße. Da ist ein Transport. Manuichi Saika muss es aufhalten. Er ist am nächsten dran.
So viele Transporte. Der war's, ne? Song Yu. Song Yu stehen geblieben. Oh! Nein! Nein! Ich sag stehen geblieben, Song Yu. Boah, was hält der aus? Ja, geht doch. Ich weiß nicht, was sie noch alles reinklatschen soll. Ja, der Move ist auch nice, ne? Special Angriff in Luft. Ah, Doc Ju will mich ausrauben. Na komm her, altes Haus. Das ist eh keine Chance. Naoishi fucking Saika. Ich kann sagen, das überlebst du ja wohl nicht, oder? Profi Dong Ju. Nichts leichter als das. Natürlich hat er wieder weibliche Wachen an seiner Seite gehabt, habt ihr jetzt gesehen. So kennt man ihn, den Dong Ju. Oh mein Gott, was sind das denn für Dudes? Wir haben 5 Offiziere auf einmal hier weg. Als ob. Das ist unfair. Richtig unfair. So. Jana. Da unten wollen wir hin. Quest haben wir. Trotzdem schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Junge, jetzt reicht's mir. Sei viel stärker, Mann. Die wollten es ja nicht anders. Das Blöde ist, jetzt habe ich diese Formation reingenommen, jetzt kommen die alle in meine Richtung. Ich hasse es. Die sollen halt weiter erkunden, Mann. Shigei Shibata, du Gaylord, Mann. Ist er tot? Yes. Sehr, sehr gut. Da oben, die Burg haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Wo Liu Zhang immer ist. In eines Warriors. Wo mein Warriors Orochi 3 gestartet ist. Bevor der Hydra fliehen musste. Festung oben im Nordwesten. Und zack, tschüss, Mann. Komische Truppen von nebenher, die kommen mir echt oft vor in diesen Dungeon. Ja, die sehen auch ganz cool aus. Ich will mich darüber nicht beklagen. Definitiv will ich das nicht. Junge, hör auf, Mann. Eh keine Chance gegen mich. Du Show. You show no mercy. Dunkle Welle, Mann. So, um die Gegner zu Boden zu werfen, eigentlich. Da ist gar nichts, ne? Da oben. Echt, da ist wirklich nichts. What the fuck? Keine Truhe, nichts. Wie dumm. Das ist ja richtig stupid. Das ist ja auch wirklich richtig dämlich, ne? So, dieser große Festung da oben nichts ist, aber wirklich gar nichts. Was zum? Komm, wir holen uns noch 3 Truhen und dann verschwinden wir. Schreit um euer Leben. Hier ist der Gott der Zerstörung. Ouchi, motherfucking X. So. Schon wieder hier neben mehr Truppen, ne? Echt sehr viele. Vor allem in dieser Ebene, ey. Steig hier richtig hervor.
Vielleicht fällt es auch nur so auf, weil die eben halt anders aussehen, aber sind schon einige davon. So, dann wollen wir mal. Get away! Hier oben ist es. Oh, dahin holen wir noch die Truhe da. Sieben den Lappen hier. Die Truhe hole ich mir dann auch noch, ey. So viel Zeit muss sein. Aber die ist da oben drauf, ne? Natürlich. Ich glaube, so treffe ich keinen. Ne. Die wollen es ja wieder nur auf die harte Tour. Dann kriegen sie die harte Tour. Kein Problem, wird gemacht, Chef. Over and out. Du. Tschüss, Mann. Auf nimmer Wiedersehen. Und hier war der Ausgang. Gongsun Yue. Die stärkeren Leute von Gongsun Zan. Ausgang. Hier ist die Exit. Komm, den besiege ich jetzt aber noch hier. Diesen möchte gern. Jana. Der Dreiecksangriff ist zu geil. Kann nicht umzingelt werden, der trifft eh alle. So, Odawara und Honnoji. Wieder einer, der ausgeraubt wurde. Kriegen wir hin. Soll jetzt erstmal finden, wo der ist. Kotaro Fuma war auf jeden Fall Angriffsbuff. Was macht der? Kein Damage. Boah, was ist denn hier los? Ich wusste, dass wir hier erscheinen werden, oder was? So wirkt es zumindest. So wirkt es, ohne Witz. Direkt das Startportal umzingelt. Allen, was sie haben. Yay. Wir haben mal dieses Kleinvieh hier los, ey. Das Kanonenfutter. Dafür ist der Musu ideal geeignet. Hey, er hat aber sogar auch Shao Yuan besiegt. So drei, viermal anrempeln, dann sind auch Offiziere down. Das ist ja ganz nice. Alter. Was zum Geier. Ah, hier viel los. Dafür ist die gesamte Karte jetzt quasi auch leer. Wir waren alle direkt hier. Lol, what the fuck. Kann sein, dass da oben der Questgeber ist. Weiß nicht, ein blauer Punkt, der sich nicht bewegt. Let me see. Ja. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Dann gehen wir nochmal hin zu Yin Damu. Helfe ihm, seine Supplies wieder zu bekommen. Und das können wir einfach machen, indem wir hier einfach hinwechseln. Mit Sun Wukong am besten. Mal. Was? Sind wir hier? Nein. Ah, ist egal. Er macht ja nicht so viel Schaden zum Glück. Na. Diesen blöden blauen Outfit, das gefällt mir gar nicht von Sinai. Ist halt nicht der klassische Sinai, der lila ist, man. Blauer Sinai sieht aber nur scheiße aus. So, Burg Sin und ein anderer Fatmaheimer. Auf jeden Fall keine starken Gegner hier. Gleich steht da so RGX oben gut. Ja, wer ist der andere? Ja, ist auch kein nennenswerter Dude. Hat nicht mal einen Namen, what the fuck. Was ist das für einer gewesen? Doch, Kagemochi, Amakasi. So, Yin Damu.
Sie haben Supplies bestellt. Hier. Ohne Rückfahrkarte. Ernsthaft? Oh, einer der stärksten Musu ist ja super. Schon über die Hälfte von der ersten Leiste weg. Weil hier kann man nicht mal raus. Der Scheiß trifft. Und wie ihr wisst, haben die Gegner ja unendlich Musu. Die können das jederzeit machen, wenn sie Bock drauf haben. Ich habe schon öfter gesehen, dass die drei Musus hintereinander gemacht haben. Was eigentlich nicht gehen sollte, aber hey. Die Bots, die dürfen das halt. Wer ist hier eigentlich? Ina! Zeig, was du drauf hast. Ach, du hast gar nichts drauf. Na dann. Dann tut's mir leid, dass ich dich gestört habe, Ina. Oh nein. Apropos nichts drauf haben. Du buchst so eine Witzfigur im Gauntlet Mode. Oh mein Gott. Der ist so schlecht. Kommt immer extra diese Musik und dann kann der gar nichts. Gubu wird richtig hart in Orochi 4. Es gibt eine Schlacht, auch wenn Orochi 4 sehr leicht ist, gibt es eine Schlacht, wo es ein bisschen schwieriger wird. Da muss man Lugu 5 mal besiegen und da hat er eben halt eine Aura immer die ganze Zeit. Das ist ziemlich geil. Aber nur im Pandemonium ist es wirklich schwer. Ist halt random, ob das kommt oder nicht. So, so viele Erfahrungsschriftrollen, die brauche ich doch gar nicht mehr alle. So, die zwei Truhen da vorne holen wir noch und dann verschwinden wir auch hier. Wir sind ganz gut durch heute. Ohne Witz. Das Ziel befindet sich hier. Arm Franzosen hier. Vor allen Dingen hier diese Schockwellen aus der Luft, die stunnen sogar die Gegner. Es ist so broken. Honnoji, hier haben wir zwei Quests. Mit der Supply Unit und Sorcerer. Zwei relativ nervige Sachen. So, dann wollen wir mal. Verpisst euch. Wollt euch nicht hier bei mir haben. Wir sterben eh nur wieder. Yay, wir sind in Nobunamias Schloss. Ich wollte gerade sagen, und hier geht's nicht weiter doch. Ach, hier ist der Supply-Typ. Lol. Als ob. Und der Sorcerer auch. Lol. Alle Quests direkt beieinander. Was ist ein Quatsch. Das hatte ich auch noch nicht. Ja, direkt die Quests geschafft, ne? So schnell kann's gehen. Das ist ja strange. Kommt jetzt nicht nur einer, der uns das abknöpfen möchte? Meistens wollen sie uns dann die Supplies wieder klauen. Scheinbar nicht diesmal. Nö. Doch, Dongju, wollte gerade sagen. Ist immer einer, der es klauen will. Meistens Dongju oder Yuan Shao. Ja, versuch's doch. Meinst du, sie sind jetzt aber erstmal ein paar Schatztruhe aufzudecken? Vorbei, hier ist ja echt wenig los. Wie Dongju. Das machen wir auf jeden Fall. Ah, die anderen Skills mit Hundun zumindest sind nicht so gut. Und halt nur diese Zonen. Defensive Zonen und Musu auffüllen und so Quatsch. Brauche ich nicht. Wieso haut Dongju den jetzt ab? Ich dachte, er will mir das wegnehmen hier, meine Vorräte.
Soll mir egal sein. Ich bin gleich wieder Mission failed. Tut mich doch nicht. Ich hab die Vorräte geklaut von den anderen. So ein Quatsch. Oder kommt er doch in meine Richtung? Das kann sein. Ja doch, der kommt zu mir. Was gehen denn für komische Wege? Boah, ist das der richtige Weg gewesen? Ich glaube schon, ne? Hier kommt man nicht, sonst gar nicht durch. Okay, dann never mind, dann lass es an mir. Nicht verguckt. Ja, Dongju, traust du dich nicht? Doch, jetzt kommt er. Bei mir klebt eine Waffe am Arsch. Warum das denn? Dieser Hund, du ein Flugbug. Will die Waffe aber nicht haben. Ja, das haben wir sowieso. Alter, schon 5000 Kills. Na gut, das ist ja auch Ebene 5, ne? Pro Ebene immer 1000 Kills circa. So Leute, dann würde ich sagen, wollen wir mal. Die holen wir uns noch. Seriously. Ich wollte eigentlich hier weg. Und hier sind wir auch an der richtigen Adresse. Ja, also die letzte Ebene war irgendwie komisch. Alle Quests beisammen, sehr wenig Schatztouren. Hm. Man sich auch sparen können. Aber ja, haben wir wieder einen 5er Dungeon geschafft. Sehr nice. Da haben wir nur einen Dungeon der hellblauen Route. Den machen wir aber nicht mehr jetzt. Den machen wir im nächsten Part. Den letzten Dungeon der hellblauen Route plus einen lilanen Dungeon. Das erwartet uns beim nächsten Mal. Yay. Ja, Doko hat nur ein Battlefield. Oh, hier geht mehr ab. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wie gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.